Warum sind meine Augen so nach rechts? Naja, egal. Ja. Habe ich jetzt geschafft. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, wie bei mir öfter mal, dass ich einen passenden Spot finde, wo ich schnell mein Weihnachtsvideo aufnehme. Also Freunde, es ist das Jahr fast wieder vorbei. Wir haben es heute in Heiligabend. Also nicht der Tag, wo ich es gerade aufnehme, sondern der Tag, wo das Video online geht. Ja, was will ich groß erzählen? Machen wir halt einmal so einen kleinen Jahresrückblick. Ich versuche mich kurz zu fassen. Die Anna hat gesagt, maximal 3 Minuten. Wer mich kennt, der weiß, das wird nichts, aber ich probiere es. Ja, was haben wir heuer gemacht? Wir haben alles wieder ein wenig betrieben, wir haben versucht, vielfältig zu sein. Wir haben Sachen gemacht, gebaut, vom dreibeinigen Drückjagdbock über Luderplatz, Mäuseburg, Kirrautomat. Also wir versuchen doch immer einiges zu bauen, was nicht ganz einfach ist, weil irgendwann hast du alles gebaut und dann ja, wird es schwierig. Wir haben uns ja versucht, ein bisschen in die Sportschützenrichtung zu orientieren. Das ist nicht bei alle ganz so gut angekommen. Aber Freunde, seht es mal so, wenn es euch jetzt nicht gefällt, dann schaut das Video halt nicht an. Ein anderer hat vielleicht seinen Spaß dabei und schaut es gerne an. Und das nächste gefällt dann euch vielleicht wieder. Ne? Also wir versuchen da für jeden ein bisschen was zu machen und relativ breit aufzustellen. Das haben wir heute mal ein wenig versucht. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Haben wir natürlich ein Highlight gehabt, also das war mein persönliches jachtliches Highlight allgemein in meinem Jächerleben. Das war das Highlight, ja, ich sag mal videotechnisch das Jahr. Und zwar war das die Murmeljacht in Österreich, die auch noch erfolgreich war. Muss ich mir nochmal beim Ferdinand von der Firma DD Optics bedanken, der hat mir das ermöglicht. Ferdinand, vielen, vielen lieben Dank, war geil, war der Wahnsinn, es ist unglaublich, ich denke da heute oft nur drüber nach. Wahnsinn. Dann haben wir natürlich das nächste Highlight für mich gehabt. Das ist jedes Jahr die Messe in Grünau. Das macht einfach Spaß, da sind wir gern dort. Wandern am Stand von DD Optics. Ihr seid der Wahnsinn. Also DD Optics auch, aber die Leute, die dann da waren, wir haben da mal so ein kurzes Meet and Greet gehabt. Ja, es war pünktlich zur angekündigten Uhrzeit der Stand von DD Optics rabbelvoll. Und da möchte ich bei jedem, der dort war, mich bedanken. War geil. Ich war dann auch kurzzeitig, muss ich gestehen, etwas überfordert. Also wenn ich jetzt mit dem einen oder anderen vielleicht da nicht groß geplaudert hat, aber so, es tut mir leid, es war keine Absicht, das war alles, das war so viel. Ja, genau. Dann sind wir beim nächsten. Ich habe es gerade schon gesagt, die D-Optics. Die habe ich schon mal vorgestellt als unseren neuen Partner. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ich sage bewusst Partner und nicht Sponsor, sondern wir wollen zusammenarbeiten und ich hoffe, dass wir alles realisiert kriegen. Die Jungs haben da einige Ideen, das ist ein klasse Team, ich habe sie kennenlernen dürfen. Vom Chef über den Prokuristen, glaube ich, schimpft sich das, über die 3 Vertriebler, also die habe ich kennengelernt, alle persönlich. Coole Truppe, die haben coole Ideen. Und wenn wir das alles umgesetzt kriegen, was die vorhaben, boah, Freunde, dann brennt 24 die Hütten, das steht fest, dann wird's richtig gut. Servus, Freunde vom Christkindle, der Jagd und wahrscheinlich von den Kanzelkumpels. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Ingo. Bis jetzt meistens hinter der Kamera tätig. Das hat einen guten Grund, weil ich lieb's nämlich, vor der Kamera zu sein und ins Handy zu reden oder so. Ach ja, und ich bin der Dosenöffner von Lia. Da, irgendwo. Und ja, die Chefin hat gesagt, wir sollen mal ein Video, wir dürfen ein Video machen. Und ja, Befehl ist Befehl, liebe Anna. In diesem Sinne wünsche ich euch
frohe Weihnachten, schöne Feiertag, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, bleibt gesund. Ach, Mensch, 3 Minuten soll das Video sein. Jetzt bin ich gerade mal bei 1,15. Das ist ja fast wie beim Sexto. Naja, gibt's halt heute ein Quickie und nicht die ganzen 3 Minuten, ne? Also in diesem Sinne, macht's gut. Ade. Alter, schau da, wie ich das gemacht habe. Ohne den Bildschirm zu drücken. Ah. Ja, ich wünsche euch auf diesem Weg frohe Weihnachten, aber ruhige, besinnliche Tage. Falls welche bei euch dabei sind, die an Weihnachten arbeiten, dann ziehe ich meinen Hut vor euch. Das ist notwendig und wichtig, dass es solche Leute gibt. Vor denen habe ich wirklich vollsten Respekt. Und denen wünsche ich ganz besonders gesegnete Weihnachten. Es ist jetzt, seit 2 Jahren bin ich jetzt bei den Kanzelkumpels, glaube ich, dabei. Am Anfang war ja mein Klettersitz. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her. Und ja, ich finde es toll, dass ich da dazugehören darf. Manchmal, wenn man sich dann selber anschaut im Internet, denkt man sich, mein Gott, jetzt mal lieber die Goschen hier und da halten. Ne? Also ihr wisst ja, ich habe ein recht loses Mundwerk. Ich denke oft erst danach nach und plaudere erst mal drauf zu. Aber ja, darf sich keiner dran stören. Ich freue mich mega, dass ich dazugehören darf und dass die Community so gewachsen ist und dass so viele tolle Menschen da dabei sind. Das haben wir jetzt erst wieder beim Fantreffen dieses Jahr gesehen. Da ist ja jeder Einzelne absolut sensationell toll. Super nette Menschen. Ihr kennt alle Leute, wo man sagt, ach du Scheiße, was ist denn bei dem falsch gelaufen? Den haben sie bei der Geburt 3-mal aufgeschmissen und bloß 2-mal gefangen. Aber solcher Leute kann ich bei uns nicht identifizieren. Also das Fan-Treffen war bestimmt mal jachtliches oder ja, mein Highlight sowieso, ist doch klar. Und auch beim Stammi die Trickjacht, die war sensationell. Bei der Rebecca in Sammlansitz, wo wir gemacht haben, wo ich eine Doublette erlegen konnte, war auch sensationell. Es ist so schön dazu zu hören. Schneid's da raus, Anna. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel weit mein Seil, viel Anblick, immer eine sichere Kugel, überstürzt nichts, behaltet immer die Nerven. Und ja, mein Tipp an euch, ich habe es jetzt selber gemacht und durft es merken, legt das Handy ruhig einmal für ein paar Tage weg. Natürlich, wenn ihr erreichbar sein müsst, dann habt ihr es dabei, aber lasst auch mal die soziale Medien sein. Legt das Zeug mal auf Seite, steckt euch mal die Stöpsel nahe die Ohren, hört da Musik, lest da Buch und versucht da mal euch so ein bisschen zu entschleunigen. Das ist sensationell. Das wünsche ich euch, dass ihr vielleicht dazu mal in der Weihnachtszeit Zeit dazu habt. Und dann bleibt mir gesund, bleibt uns treu. Wenn euch was nicht passt, dann sagt ihr das, macht das sowieso. Wenn euch was gefällt, dann freuen wir uns natürlich drüber. Und meine Redezeit ist rum. Wird es jetzt im Bundestag heißen. 3 Minuten sind rum. Obacht jetzt. Ich möchte mich dann aber bei jedem bedanken, der sich die Zeit genommen hat und mit uns ein Video gemacht hat. Ich will jetzt nicht anfangen, da alle namentlich zu nennen, weil das sprengt erstens den Rahmen vom Video und zweitens, ich kenne mich, ich vergesse dann jemanden und das will ich nicht. Deswegen, es weiß ja jeder, wer ein Video mit uns gemacht hat. Es kann jeder Nachschauer, wer ein Video mit uns gemacht hat. Danke an alle, die sich die Zeit genommen haben. Und natürlich besonderer Dank an unsere Truppen. Ne, alle, die regelmäßig dabei sind. Die kann ich jetzt namentlich nennen. Die Amelie, der Marvin, Barbara, die Rebecca, der Olli und neuerdings auch der Ingo. Ingo ist neu im Team. Ingo ist ein Teufelskerl. Das ist, ja, ganz kurze Anekdoten, ich erzähle es mal, schau, ob es die Anna drin ist oder nicht. Es stand zur Debatte, wir fahren nach Österreich. Die Anna konnte nicht mit zum Filmen. Ich habe Ingo angerufen, sie, Alter, was treibst du da und da? Ich brauche einen Kameramann. Sagt der Ingo, kein Problem, mache ja Wochen mit meiner Freundin Urlaub in Österreich. Und war dann als Kameramann dabei. Also
guter Mann. Ich denke mal, eine Bereicherung für die ganze Truppe. Habe jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Doch, die Lea habe ich vergessen. Lea gehört natürlich auch dazu. Wir wollten noch ein paar Livestreams machen, hat jetzt zeitlich leider nicht mehr gepasst. Vielleicht jetzt dann im neuen Jahr, dass man im Winter in der jachtruhigen Zeit irgendwas macht. Schauen wir mal. Ja, Freunde, auch ich wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten, ein paar schöne Festtage, leckeres Essen, ein paar besinnliche Stunden mit den Liebsten um euch herum und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, dieses Jahr war verrückt auf jeden Fall, es ist viel passiert. Mein Highlight war auf jeden Fall das Hochsitzbauen mit dem Andi, das im Sommer stattgefunden hat. Das war super lustig und ja, der wurde jetzt an der Drückjagd auf jeden Fall auch sehr gelobt. Also ist gut angekommen und ja, war auf jeden Fall für uns in unserem Revier eine Bereicherung, weil wir jetzt bestimmt ein paar mehr dreibeinige Drückjagdböcke bauen werden, weil einfach schnell, günstig, bequem und einfach flexibel einsetzbar. Das war echt eine, ja, war bereichernd. was ich auch noch schön fand, waren auf jeden Fall die Jagdtage beim Schloss Grünau. Das war zwar ein kurzer Aufenthalt meinerseits, aber irgendwie war das doch einfach so eine tolle Stimmung da und da dann nochmal die ganzen Kanzelkumpels zu sehen, zu treffen, das war natürlich, ja, einfach mal wieder schön. Ansonsten muss ich ehrlich gestehen, war ich dieses Jahr nicht so oft dabei. Ja, bei mir war viel los, privat, beruflich und ja, war nicht das einfachste Jahr, würde ich sagen. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass die Kanzelkumpels für mich echte Freunde geworden sind und dass man immer auf sie zählen kann, dass man, egal wie kurzfristig man zu- oder absagt, dass da nie jemand böse ist, dass es einfach so eine entspannte, lockere Runde ist und die einfach ja so herzliche Menschen sind und deswegen bin ich froh, ein Teil davon sein zu dürfen. Ist auf jeden Fall eine große Ehre. Es macht immer Spaß mit der ganzen Truppe und ja, ist einfach toll dabei zu sein. Ja, bei euch möchte ich mich auch bedanken, bei euch Zuschauern, dass ihr uns auch unterstützt in jeglicher Art und Weise. Also, was wir da heuer erlebt haben, allein beim Kanzelkumpelstreff, ah, das war übrigens auch ein Highlight, aber das werden bestimmt noch ein paar andere sagen. Deshalb, ja, aber was man da einfach zurückbekommt an Rückmeldungen, ist einfach so schön, dass das, was man macht, irgendwie gut ankommt. Ich meine, wir alle wissen, dass die größte Arbeit, das größte Herzblut, die Anna und der Andi reinstecken in diese Kanzelkumpels-Geschichte. Und ja, das freut mich einfach auch für die, dass das so ankommt. Und wie gesagt, ich ja, bin einfach froh, dabei sein zu dürfen, auch wenn ich nicht so oft ja, die Zeit aufbringen kann. Aber immer wenn es klappt, dann ist es einfach toll. Und genau, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Bin gespannt, was da so auf uns wartet. Bestimmt wieder einige Flausen, einige doofe Sprüche vom Andi. Und ja, bestimmt ein paar lustige Videos. Macht's gut! Die Isabel, die ist leider nicht mehr dabei. Oder was heißt nicht mehr dabei? Sagen wir so, es passieren im Leben manchmal Dinge, ob es jetzt persönlich ist oder privat, wo sich dann einiges ändert. Und dann hat sie gesagt, Mensch, sie hat die Zeit aktuell nicht und ja, die Muße nicht. Genau. Und hat sich dann erstmal da rausgenommen aus der ganzen Truppe. Ich will ganz klarstellen, es gibt keinerlei böses Blut. Ich wünsche Isabel alles, alles Gute für einen weiteren Weg. Und falls du zuschaust, Isabel, ne, alles Gute, ich wünsche dir bloß das Beste. Ja, was haben wir denn dann noch? Lass mir mal kurz überlegen. Bedankt haben wir bei alle? Nee, nicht bei alle. Es fehlen nur zwei Stück und die will ich ganz besonders hervorheben für besondere Verdienste. Eine Kanzelkumpel hätte jetzt mal gesagt, und das ist einmal meine Frau, die Anna. Ja, ich sag's immer wieder, Anna ist die Chefin. Ohne die Anna würde der ganze Laden nicht laufen.
Wir alle, einschließlich mir, wir machen deswegen hahaha vor der Kamera. Wir haben es eigentlich leicht. Und man organisiert vielleicht mal wegen Material. Man plaudert mal mit verschiedenen Leuten und organisiert ein Video. Aber die Hauptarbeit, das ist Kamera, der Schnitt, alles was drumherum ist, die Videos hochladen, den Shop betreuen und. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Macht alles die Anna. Und da muss man sich, glaube ich, echt bedanken dafür. Das ist Wahnsinn. Nebenbei natürlich nur zwei Kinder und eine Vollzeit berufstätig. Also das musst du erstmal so stemmen. Deswegen Wahnsinn. Ja, ich glaube, da wäre eine gute Wahl getroffen. und dann haben wir noch einen, den will ich auch besonders hervorheben und erwähnen. Das ist der Enrico. Mein ostdeutsche Butterblume, nicht wahr? Enrico, vielen Dank für alles, was du heuer für uns gemacht hast und für mich. Das ist der Wahnsinn. Ich will jetzt nicht genau drauf eingehen, was du warst Bescheid, ich weiß, es schaut zu. Enrico, vielen lieben Dank. Ich vergesse sowas nicht. Du hast mindestens einen gut bei mir. Ich möchte euch, liebe Kanzelkumpels, auch ein wunderschönes Weihnachten wünschen. Genießt die Zeit gemeinsam, esst schön, lasst euch beschenken oder auch nicht. Seid friedlich zueinander, nicht nur an Weihnachten, aber jetzt speziell, finde ich. Ja, genießt einfach die Zeit. Wir sehen uns hoffentlich dann im neuen Jahr. Ich wünsche euch alles Gute. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an euch alle. Mua. Hallo, ihr Lieben. Zum Abschluss des Jahres kommt auch von uns noch ein kleiner Gruß. Wir wollten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die regelmäßig vor den Bildschirmen sitzen und unsere Videos schauen. Außerdem ganz herzlich bei der Anna, weil die Anna ganz viel Zeit reinsteckt, eben was Brauchbares rauszuholen aus dem Videomaterial. Und auch alle, die mitorganisieren, alle, die uns unterstützen, egal wo, egal wie. Genau. Außerdem generell bei den Kanzelkumpels, dass wir so einen schönen Zusammenhalt haben und immer eine gute Zeit zusammen verbringen. Genau, wir sollten uns auch noch ein paar Highlights überlegen von dem Jahr. Ein persönliches Highlight für mich war, dass wir so tolle Unterstützung bei unserem Umzug bekommen haben. Außerdem war die Jagdmesse ganz toll zusammen. Und ein Video, was noch kommen wird, wo wir jetzt noch nichts verraten werden, außer dass wir da zusammen im Schießkino waren. Genau. Von daher wünschen wir... Stimmt. Das Fantreffen war auch eins meiner Highlights, auf jeden Fall. Fand ich cool, dass da auch viele von euch erschienen sind. Ich hoffe, das nächste Mal ist es wieder so gut angenommen. wir freuen uns auf euch. Lasst euch gern wieder blicken. Ja. In diesem Sinn wünschen wir euch schöne Weihnachten, ein paar besinnliche und ruhige Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Weitermachen. Weitermachen. Mal ehrlich, wer hat denn schon alle Geschenke zusammen? Ich nicht. Aber bald. Bald. Bald und dann sitzen wir hoffentlich alle glücklich und gesund mit unseren Lieben zusammen am Weihnachtsbaum und haben eine Menge Spaß. Feiern zusammen, packen Geschenke aus, trinken gemeinsam was, essen gemeinsam was und verbringen einfach nur tolle Stunden und ganz tolle Feiertage. Und dann wünsche ich euch für Silvester, für das kommende Jahr 2024 ganz viel Glück, Gesundheit und auch Spaß. Dass ihr euren Spaß und eure Freude nie verliert. Ganz viel Weidmannsheil und dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht, wünscht man sich ja immer. Für mich war das vergangene Jahr 2023 ein ganz tolles, spannendes und nervenaufreibendes Jahr. Ja, Filme haben wir wieder gedreht mit den Kanzelkumpels. Macht auch jedes Mal Spaß. Wir hatten riesen Spaß. Danach auch, während den Drehs, es macht einfach immer Spaß. Genau, und dann durfte ich noch einige jagdliche Sachen machen. Meine Passion einfach, ich bin mega glücklich darüber und freue mich für mich auch auf das neue Jahr 2024.
Sicher werden wir auch wieder Filme drehen. Ihr werdet von uns einiges sehen. Vielleicht trifft man den einen oder anderen auch wieder auf Messe, so wie das im letzten Jahr war. Das war immer wieder schön, jemanden zu treffen, zu sehen, zu quatschen, sich auszutauschen. Fachsimpeleien, alles in allem. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und freue mich, euch nächstes Jahr wiederzusehen. Macht's alle gut. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die zugeschaut haben, die uns unterstützen. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, ihr kennt mich. Genau. Dann wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, ruhige, besinnliche Feiertag. Und oder ihr besauft euch einfach furchtbar und lasst krachen und dann sind die Feier doch gar nicht so ruhig, jeder wie er will. Rutscht gut rüber, wir sehen uns, wir machen heiter weiter hoffentlich. Und schauen wir mal, was 2024 bringt. Ich habe letztes Jahr ein wenig einen Ausblick gemacht, von 2022 auf 2023. Wir konnten einiges, was ihr da gesagt habt, nicht umsetzen, deswegen mache ich heuer keinen Überblick, keinen Ausblick. Seid einfach gespannt, schaut weiter zu, abonniert den Kanal. Und dann schauen wir mal. Ich weiß selber noch nicht, was passiert. Aber es kommt hoffentlich noch einiges. Also ich gebe keine Ruhe, ich höre nicht auf. Und wir machen einfach weiter und dann schauen wir mal, was noch passiert. Vielen Dank an alle. Frohe Weihnachten, Waldmannsheil. Wir sehen uns. Weitermachen.